Auswirkung. Dörder will herausfinden, wie Meteoriten bei einer Kollision reagieren. Wir werden es so ausrichten, dass diese Stelle hier getroffen wird. In dieser Vakuumkammer werden winzige Metallpellets mit einer Geschwindigkeit von etwa 1800 Kilometern pro Stunde auf Meteoriten geschossen. Dann wird die Streuung der Einschlagstrümmer gemessen. Anhand der gewonnenen Daten kann man dann die Stärke des Asteroiden bestimmen. Die vorläufigen Ergebnisse zeigen, dass dieser Steinmeteorit etwa doppelt so stabil ist wie vulkanisches Gestein auf der Erde, also stark genug, um ein elektromagnetisches Katapult oder Sonnensegel verwenden zu können. Um Asteroiden direkt im All erforschen zu können, starteten die USA die Sonde NEAR. Nach einer dreijährigen Reise traf NEAR 1999 zu einem Rendezvous mit dem 33 Kilometer langen Asteroiden Eros zusammen. Zum ersten Mal konnte ein Asteroid aus der Nähe beobachtet werden. Eros besteht aus massivem Gestein, wie die Meteoriten, die im Kollisionsexperiment verwendet wurden. Außerdem ist er mit einer dünnen Staubschicht bedeckt. Die Wissenschaftler hatten damit gerechnet. Doch dann erreichte die japanische Sonde Hayabusa 2005 den kleinen erdnahen Asteroiden Itokawa. Nun aber waren die Forscher doch erstaunt. Die Hayabusa-Mission warf mehr Fragen auf, als sie beantwortete. Wir hatten angenommen, dass kleine Asteroiden eigentlich eine sehr glatte Oberfläche haben. Wir rechneten nicht mit viel Geröll auf der Oberfläche, sogenanntem Regolith. Doch das war falsch. Wir bekamen von der Sonde nach ihrer Ankunft hochaufgelöste Bilder der Oberfläche, in der höchsten Auflösung, die wir bis dahin von einem Asteroiden hatten. Die Oberfläche ist mit losem Geröll bedeckt und es gab keine ersichtlichen Einschlagskrater. Hayabusa zwang die Astronomen, ihre Pläne zur Asteroidenabwehr zu überdenken. Abgesehen vom Gravitationstraktor würden viele der vorgeschlagenen Methoden auf einem Asteroiden mit so viel Geröll wie Itokawa nicht funktionieren. Mutter Natur scheint uns immer den Wind aus den Segeln zu nehmen, als wolle sie sagen, zurück auf Anfang, Jungs. Es scheint, als würde jeder Asteroid je nach seiner Zusammensetzung eine andere Abwehrstrategie erfordern. Und für jede braucht man eine großzügig bemessene Vorwarnzeit. Sollte die Vorwarnzeit jedoch nur kurz sein, ist ein katastrophaler Einschlag vermutlich nicht zu verhindern. Dann könnte man höchstens noch massenhafte Evakuierungen einleiten. Notunterkünfte bauen, Nahrung und Wasser rationieren und Vorräte an Fleisch und Getreide aufbauen. Und dann hoffen, dass all das auch reicht, wenn der Moment des Einschlags gekommen ist. Mithilfe von Archivaufnahmen und neuester Computertechnologie lässt sich zeigen, was vermutlich passieren wird, sollte ein Killer-Asteroid einschlagen. Irgendwann in der Zukunft. Die Chancen stehen 1:1 Million. Doch diesmal ist ein 1,6 Kilometer großer Asteroid im gleißenden Licht der Sonne dem Netzwerk der Space Guard-Teleskope entgangen. Sollte das Wirklichkeit werden, würde vielleicht nur noch eine Woche bis zum Einschlag auf der Erde vergehen. Dank neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse und dank der Erfahrungen, die man aus früheren Einschlägen gewonnen hat, lässt sich darstellen, welche Folgen ein Asteroideneinschlag vor der kalifornischen Südküste hätte. Das Grauen, das ein solches Ereignis auslösen würde, übersteigt alles, was die Menschheit je erlebt hat. Wie die Bevölkerung von New Orleans während des Wirbelsturms Katrina, muss die gesamte Bevölkerung Südkaliforniens vor der bevorstehenden Katastrophe flüchten. Von Santa Barbara bis nach San Diego. In Los Angeles versuchen 6 Millionen Menschen, über die drei wichtigsten Highways zu fliehen und bringen damit den Verkehr zum Erliegen. In der Wüste werden vielerorts Zeltstädte aufgebaut. Niemand spricht es aus, doch jeder weiß, dass diese vorübergehenden Notunterkünfte vielleicht gar nicht vorübergehend sein werden. Noch während die Letzten die Stadt verlassen, kann man das herannahende Unglück bereits mit bloßem Auge erkennen. Zuerst würden wir nur draußen stehen und in den Himmel sehen. Nächtelang würde dieses Objekt wachsen. Erst wäre es nur ein Stern von vielen, aber dann würde es immer heller und heller werden. Ein oder zwei Tage vor dem Einschlag wäre es der hellste Stern am Himmel. Der Asteroid fliegt auf die Küste vor Los Angeles zu und geht bei seinem Eintritt in die Atmosphäre in Flammen auf. Dieser Feuerball entsteht dadurch, dass das Objekt auf die Oberfläche zudonnert. Es beginnt zu verdampfen und auseinanderzubrechen. Der Feuerball hätte wohl einen Durchmesser von 40 Kilometern und das noch in 210 Kilometern Entfernung.
Dieser Feuerball wäre extrem heiß, heißer als 10 Sonnen, die einen anstrahlen. Mit fast 48.000 Kilometern pro Stunde schlägt er in den Ozean ein. Das Wasser ist dort etwa 3000 Meter tief. In Sekundenbruchteilen würde der Asteroid das Wasser praktisch wegpusten, einen mehr als 30 Kilometer breiten Krater in den Meeresboden schlagen und sich gute 5,5 Kilometer oder sogar noch tiefer einbohren. Dann kommt die Hitzewelle durch die Explosion. Die freigesetzte Energie entspräche weit mehr als der unseres gesamten Nuklearwaffenarsenals. Alles Brennbare geht unmittelbar in Flammen auf. Gebäude, Pflanzen, Tiere und Menschen. Menschen im Umkreis von bis zu 300 Kilometern hätten Verbrennungen zweiten Grades. Das gesamte Gebiet zwischen San Diego und Santa Barbara, von der Küste von Los Angeles bis ins Inland nach Pasadena, würde Feuer fangen. Das passiert innerhalb der ersten Sekunden nach dem Einschlag. Dann setzen Erdbeben ein, die von der Kollision des Asteroiden mit dem Meeresboden ausgelöst wurden. Dann würde man die seismische Aktivität bemerken. Sie entspräche einem Erdbeben der Stärke 8. Es würde zwar keine größeren Gebäude zerstören, Holzhäuser allerdings würden einstürzen. Es gäbe eine Druckwelle, weil Luft mit hohem Druck von der Einschlagstelle weggeblasen würde. Die Windgeschwindigkeiten lägen bei bis zu 480 Kilometer pro Stunde. Gebäude würden einstürzen, Wände würden eingedrückt. Nach wenigen Minuten lässt der Wind nach, doch dann setzt der Trümmerregen ein. Bei der Bildung des Kraters wäre eine enorme Menge Wasser in die Atmosphäre gepustet worden. Das würde jetzt wieder runterdonnern, auf das Meer oberhalb des Kraters und noch 20, 25 Kilometer weiter. Die gesamte südkalifornische Küste wird mit Abermillionen Litern Salzwasser überschwemmt. 2-3 Minuten nach dem eigentlichen Einschlag würden die Trümmer anfangen, auf uns herabzuregnen. Allein dieser Trümmerregen wäre schon mörderisch. Innerhalb von 10 Minuten ist Los Angeles Geschichte. Santa Monica, Hollywood und Malibu sind eingeäschert. Und als ob das nicht schon reicht. Schließlich würde etwa eine halbe Stunde später auch noch ein großer Tsunami auftreffen. Die Wellen wären gigantisch, einfach unvorstellbar. Bis zu 200 Meter hoch. Außerdem wäre es nicht nur eine solche Welle. Es gäbe viele Dutzende davon. Sie würden 8 Kilometer weit ins Land vordringen. Wer bisher überlebt hätte, würde jetzt von einer dieser Wellen einfach weggespült werden. Wirklich grauenhaft. Das wäre eine wirklich ernste Sache. Die Wellen beim Tsunami 2004 in Indonesien waren mitten im Ozean nur etwa einen Meter hoch. Jetzt aber reden wir von Wellen, die mitten im Ozean 200 Meter hoch wären, also wirklich gewaltige Dinger. Der Tsunami erreicht jeden Winkel im Pazifik. Auf Hawaii ist er noch 45, in Japan immer noch knapp 30 Meter hoch. Dann setzen die größten Waldbrände in der Geschichte Kaliforniens ein. Vom Chicxulub-Einschlag wissen wir, dass kleine Trümmer zurück auf die Erde fallen, die Temperatur in der Atmosphäre erhöhen und das Gebiet in einen Backofen verwandeln. Innerhalb von Minuten färbt sich der Himmel über Südkalifornien durch die brennenden Trümmer rot. Die herabstürzenden Trümmer entfachen Brände. Kurze Zeit später steht ein Großteil Südkaliforniens in Flammen. Die immer noch starken Winde tragen die brennende Glut aus dem, was einst Los Angeles war, weiter nach Osten. In Utah, Arizona und dem Norden von Oregon brechen Brände aus. Eine gigantische, schwefelhaltige Wolke, die durch den Rauch der Feuer noch verdichtet wird, zieht über die westliche Hemisphäre und verdunkelt den Himmel. Dadurch, dass weniger Sonnenlicht den Erdboden erreicht, sinken die Temperaturen. Ein nuklearer Winter erfasst den ganzen Kontinent. Das würde die Landwirtschaft nachhaltig schädigen. Das hätte jahrelange Konsequenzen. Doch auch die Menschen auf der anderen Seite der Erde brauchen nicht zu glauben, dass sie sicher sind. Aufgrund der Aschewolke sinkt die Temperatur auf dem ganzen Kontinent. Im Juli gibt es Frost, die gesamte Ernte im mittleren Westen Amerikas, dem Brotkorb der Welt, geht ein. In den darauffolgenden Jahren kommt es zu einer weltweiten Hungerkatastrophe.
An manchen Orten der Welt würden Menschen überleben. Doch wenn in weiten Teilen der Erde keine Nahrung mehr zu haben ist, würde die Zivilisation zusammenbrechen. Das ist wahrscheinlich die wichtigste Folge eines solchen Einschlags. Wenn man bedenkt, dass auf der Erde mehr als 5 Milliarden Menschen leben, scheint mir ein Verlust von 1 oder 2 Millionen Menschenleben eher zu knapp bemessen. Es wären viele Millionen, wenn nicht sogar hunderte Millionen Menschen. Hunderte Millionen Tote aufgrund eines einzigen kosmischen Ereignisses, das nur einen kurzen Moment dauert. Es wird Jahre dauern, bis sich die Wolke legt und sich das Klima wieder erholt. Der Mensch wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht dasselbe Schicksal erleiden wie die Dinosaurier. Selbst Experten vertrauen der Statistik und hoffen einfach, dass nichts passiert. Vorsichtshalber forschen und suchen sie aber weiter. Nach dem großen, dem ganz großen Unbekannten.